Geil, Alter. Richtig geil. Ja, technisch ist das voll geiles Game. Oh, Alter, Junge. Das war das Gruseligste, was im ganzen Spiel passiert ist bisher. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Quarry. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich Dankeschön an alle Leute, die das Projekt ja immer noch unterstützen, mich unterstützen. Vielen Dank dafür, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine weitere Folge. Wir machen jetzt weiter und hoffentlich gibt es jetzt ein bisschen mehr Action nochmal. Beim letzten Mal war ich ganz gut. War ich ganz gut. Von der Action her war es ganz gut. So, schauen wir doch mal, was jetzt hier auf dem Schrotthof los ist. Wollt auf jeden Fall auch gerne in die Videobeschreibung gucken, beim Gewinnspiel mitmachen. Bei meinem Partner können den Game eurer Wahl gewinnen. Oh, was haben wir hier? Ah! Sorry, das war gruselig. Super gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Ist beides schlimm. Beruhig dich, Dylan. Obwohl, ich muss sagen, Dylan ist mit am wenigsten nervig bisher. Nicht sonderlich mega sympathisch, aber am wenigsten nervig. Ja. Ja. Das wäre so der einzige bisher, oder, ja, oder sagen wir mal, der erste, wo ich sagen würde, ach komm, der muss jetzt nicht unbedingt sterben. Beim Rest. Ja. Beim Rest, jo. Also, ich sag mal so, die Liste, wer noch auf jeden Fall sterben muss, ist ganz oben Laura, ganz oben. Dann Ryan, ganz klar Ryan. Und dann ist die da unten. Jacob geht eigentlich, den haben wir aber wenig gesehen, weil er gefangen genommen wurde, ne? Weiß gar nicht. Der wird wahrscheinlich nicht zwangsweise bei jedem Durchgang gefangen genommen, ne? Kann ich mir ganz gut vorstellen. Übrigens, Freunde, gute News! Hey, mein verschwundenes Spiel ist übrigens mittlerweile endlich aufgetaucht. Das Gericht. Ja, perfekt, Freunde. Woo, geil. Plus gemacht, Freunde. Jetzt mäßig plus gemacht. Das ist für mich wie so Jackpot des Jahres. Ach ja. So, das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Ich glaube, ich habe das ganz scheiße vorgelesen, aber egal, juckt der Ekel. So. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Ne? Jetzt schon das Gefühl, ich habe voll viel verpasst, weil ich jetzt hier über die Container gelatscht bin. Vor allem, Freunde, jetzt mal ernsthaft, das ist eine Familie von 5 Leuten? Ne? Der Vater, die Mutter, Travis, Chris und Bobby. Achso, ja, und dann die Kids natürlich, ja. Aber was ist das für ein riesen Schrottplatz? Für so ein Hinterwäldlerdorf, weißt du? Das ist ja ganz krass. Ah, guck mal hier. Ah, guck mal hier. Weggeworfene Schilder. Freakshow. Guck mal, die Freakshow haben wir schon fast voll. Die zerrissenen und zerstörten Überreste aller Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Was ist das? Harem Scarum. Siehst du das, Caitlin? Juck die nicht. Was könnten wir noch übersehen haben? Ich meine, da ganz hinten, die ganzen. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bestimmt einige Sachen jetzt übersehen auf der anderen Seite mäßig. Ach, guck mal, hier kann man durchlatschen. Hier auf der Seite, wo wir reingekommen sind. Hier muss doch irgendwas liegen. Auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie so. Ja, es gibt sowieso, wie gesagt, so wenig zu entdecken, so wenig aufzusammeln, einzusammeln, das ist. Ich weiß nicht, wo ich bin jetzt, ne? Jetzt laufe ich wieder komplett zurück. Ja, guck mal, hier sind wir jetzt wieder. Ja, ist okay. Das mit dem scheiß Sound funktioniert nicht. Da erschreckt sich keine Sau. Keiner erschreckt sich da. Vielleicht habe ich ja doch nichts übersehen. Vielleicht ist hier einfach wirklich nichts. Keine Ahnung, ja.
Jetzt sind wir hier wieder. Ja, lauf doch. Ja. Oder? Ist hier irgendwas? Ich weiß nicht. Mensch, steh doch nicht im Weg. Oh. Ah! Geil! Bleib doch mal stehen! Geil, Alter! Richtig geil! Ja, technisch ist das voll geiles Game! Oh, Alter, Junge! Das war das Gruseligste, was im ganzen Spiel passiert ist bisher! Das war das Gruseligste, was jemals passiert ist in diesem ganz krassen, langweiligen, unterdurchschnittlichen Game passiert ist. Vor allem, wie die sich bewegt, Alter, die killt mich direkt. So viel zum Thema, die Technik ist voll gut. Die Technik ist voll gut, Junge. Habe ich wieder nur die verpackteste Version von allen bekommen, oder was ist hier los? Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Ohne Witz. Guck mal, das sind so die Momente, wo ich wirklich an allen zweifle. Ich zweifle an allem. Ich zweifle an allem. Wenn ich dann wirklich lese, technisch ist voll gut, das Spiel. Und ich gucke mir das Spiel so bei mir an und denke mir so, what? Grafik? Teilweise ja echt ganz okay bis gut. Aber überwiegend, Alter, so viele technische Probleme. Das ist ja unfassbar, Mann. Und wir haben hier kein Open-World-Spiel, ja? Wir haben hier einfach ein striktes Schlauchspiel, wo du fast gar nicht interagieren kannst mit der Umwelt. Und selbst da sind so viele Bugs drin, das ist unfassbar. Das ist einfach traurig heutzutage, ist wirklich, also da. Traurig einfach nur. Einfach nur traurig. War schön bei jedem Open-World-Game erstmal raufschlagen, das sind Bugs, aber hier, ja, okay, verschweigen wir mal alles. Ich verstehe, irgendwie ist es ganz komisch. Ich sage ja, ich bin irgendwie in der Matrix, glaube ich. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesen Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Du willst dich als Kind, also von Kindern willst du dich als Greifer benannt werden, was ist das denn? Damit wir unter die Haube schauen können. Blick immer. Ob ich ein bisschen Schutz bekommen kann. Ich glaube, hier unten bin ich mehr gefährdet. Ja, aber du bist tougher. Aha. Komm schon. Wenn etwas angreift, schalte ich's aus. Ich kann eh besser schießen. Okay, ich will da nicht mit leeren Händen hochgehen. Händen? Auch enorm witzig. Ich gebe dir in deinem Zustand keine Waffe. Ende der Diskussion. Alles klar, direkt Diskriminierung. Direkt Diskriminierung. Nur weil er nur noch einen Arm hat, oder was? Was soll das? Ohne Scheiß. Auch da kein Aufschrei von der Community, weißt du? Was soll das? Da raste ich für... Spaß. Aber ich muss ehrlich sagen, bisher der Schrottplatz... mega spannend. Gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Reifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Dann mal los jetzt. Wisst ihr, was spannender wäre, wenn hier mehrere Werwölfe unterwegs wären, ne? Und nicht nur die Familie werwolfmäßig unterwegs ist? Weil dann würde man auch ein bisschen vielleicht, sich gruseln, wenn dann ein bisschen es lauter wird, weißt du? Weil man denkt, ey, die könnten uns hören, irgendwie so die Meute, Vampirmeute, keine Ahnung, Werwolfmeute oder irgend sowas, weißt du? Ja. Ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Ach ja. Komm, steig ein, Baby.
Dylan, ich bin in einem Auto! Ah, ah, stopp! Dylan, ich sitze in der Karre! Was zum Teufel machst du da? Dylan! Nein, was ist das für eine Dudelmusik schon wieder im Hintergrund, Mann? Warte mal eben, jetzt mal ernsthaft, wirklich, also das mit dem, guckt euch das mal bitte an. Nochmal Streamer-Modus. Was passiert eigentlich, wenn ich die Musik komplett ausschalte? Ist ja auch scheiße, wa? Mann, das ist doch alles kacke, ja. Auto schwingen! Jawoll! Hupen wäre wahrscheinlich besser, aber wir sind hier auf Akkutour. Dafür zahlen andere Leute Geld auf dem Rummel, was willst du, Mädel? Bist doch weich gefallen, alles gut. Du präsentierst ja eh die ganze Zeit deinen Arsch, darauf bist gefallen, alles gut. Lass es fallen! Lass es fallen! Zerquetsch sie! Zerquetsch sie! Quetschen! 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 Ich lass es fallen. Rostiges Biest! Ja, oder fällst nur auf den. Nee, ich mach gar nichts. Jawohl, wurde es erstmal gebissen. Oh nein. Ja, sie wurde gebissen. Alles gut. Na gut, das ist schon die halbe Miete, Freunde, mäßig. Alles gut, alles gut. Da laden erstmal die Texturen nach, aber wie gesagt, technisch einwandfrei das Game. Ja, kein Problem. Okay. Also wirklich mit den Texturen nachladen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin wieder auf der PS3 360-Zeit, wo wir Unreal Engine 3 haben. Wo du erstmal ins Spiel reinkommst und eine halbe Minute gelandet hättest. Hättest ausweichen sollen. Wohin hätte ich denn sollen? Wow, okay. Sorry für die Rettung. Mann. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Die hat komplett versagt. Die hat komplett versagt. Tut aber direkt wieder auf Macho über Girl. Alles klar. Aber ich liebe solche Figuren, ohne Scheiß. Auch Lara, ey, unfassbar. So sympathisch einfach geschrieben, unfassbar. Also ich weiß nicht, ich meine, es ist ja Teenie Trash so, ja, das ist ja normal. Auch in den Filmen, da sind sehr viele Idioten dabei. Aber wenigstens schaffen ein, zwei Leute reinzubauen, die sympathisch sind oder so halbwegs nachvollziehbar handeln. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was mache ich jetzt? Sterben hoffentlich endlich. Hallo? Ist da jemand? Tja, Freunde, wir erinnern uns jetzt nochmal zurück, nur mal für die Leute, die es jetzt vielleicht verpasst haben. Ne? Laura hat uns fast 2 Stunden lang in Kapitel 7 voll gelabert mit ihrem Bullshit-Scheiß und hat währenddessen auch erzählt, dass Max hier in dem Keller gebissen wurde. Ne? Hat sie erzählt. Ja, weil es ja eine komplette Story nochmal erzählt wurde für die Leute, damit die verstehen, was passiert ist. Die hier, wie heißt sie nochmal? Abigail sagt, ich bleib zurück in der Lodge. Ich bleib zurück in der Lodge. Warum ist sie nicht in der Lodge, sondern im scheiß Keller, wo jemand vielleicht sein könnte? Warum? Und das meine ich. Ich meine, ey, wirklich, ich habe so viele Horrorfilme gesehen, das ist so viel Klischees und so weiter. Hast du nicht gesehen? Auch bei Until Dawn. War aber, ey, ich habe das Gefühl, sie übertreiben hier extra. Sie machen die Leute nicht nur dumm, sondern extra super mega krass dumm. Und das ist irgendwie für mich zu viel, das ist gut, weißt du? So, der Hierophant, was? Hierophant? Keine Ahnung. Mein Baby, siehst du, was sie uns antaten, sorry. Dieses Grauen, er ist da draußen ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken sie, denken. Sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen.
als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleine Silas. Mein kleiner weißer Wolf. Kleiner Silas, sorry. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ey, ich lese gerade wirklich selber, als wenn ich richtig verblödet bin vor. Ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen. Also dieser weiße Wolf, davon hat doch die Hackett-Familie auch gesprochen, ne? Davon hat die Hackett-Familie auch gesprochen. Wir wollen den weißen Wolf jagen und so, ja. Ist es jetzt nur... Ist da wirklich quasi ein Wolf, der alles gestartet hat, so mäßig? Ein Werwolf? Oder ist es einfach nur wegen der Karte oder so? Sind die alle psychisch verblödet? Und vor allem diese zwischen den Kapiteln, diese alte Schrumpel-Oma. Wer ist das? Was soll das? Weißt du, was macht die? Also 14 von 22 Tarotkarten ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay, eigentlich. Bin zufrieden mit der Ausbeute bisher. Naja. Und irgendwie fällt es mir auch so ein bisschen schwer, diese Bedrohung zu sehen bisher. Und das ist auch so ein weiterer Punkt. Erstmal ohne jetzt zu übertreiben oder sowas, aber die Bedrohung ist so gering. Die ist so gering, die Bedrohung, weil du so easy das alles hättest entscheiden können, dass du weiterlebst, dass dir nichts passiert. Weil guck mal, ich habe es wirklich krass versucht, die Leute umzubringen. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft. Wahrscheinlich ist es wirklich so, im letzten Kapitel können die da wirklich alle so reinweise, wie die Fliegen, wegsterben. Das wird wahrscheinlich so gemacht, schön auf Easy-Modus. Aber du hast so viele Möglichkeiten zu überleben und zu entscheiden, dass es normal weitergeht. Und was für mich persönlich auch ein Problem ist bei dem Spiel, nicht nur das ist ein Grund, warum ich gar keine Bedrohung spüre, sondern weil eigentlich die Bösen, also auch Travis und so weiter, die sind gar nicht so mega böse. Die sind gar nicht so mega böse. Die sind eigentlich gar nicht so böse. Die wollen es sogar verstecken, damit wir nicht gefressen werden von den Werwölfen. Und es gibt dann eine Möglichkeit, irgendwie sich zu heilen und hast du nicht gesehen. Eigentlich gibt es gar keine richtige Bedrohung. Versteht ihr, was ich meine? Also wie kann denn wirklich Spannung aufkommen oder so, wenn es gar keine richtige Bedrohung gibt? Der Jäger muss hier gewesen sein, bevor er uns angegriffen hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke mal schon, ne? Falltür. Wir wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Es ist nicht zu spät, ich kann dich beißen. Sorry, das zu sagen, doch die Antwort ist nein. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ist okay. Echt gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Und eine weitere Verständnisfrage bitte für die Leute, die besser Bescheid wissen als ich. Warum ist ihre Augenfarbe jetzt wieder normal? Wenn die Augenfarbe ein Hinweis vor Stunden oder, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Ingame-Zeit jetzt vergangen ist, aber da ist bestimmt einiges an Zeit vergangen, seitdem wir unterwegs waren mit Ryan, wo es dann hieß, ey, deine Augen, oh scheiße, ich habe nicht mehr viel Zeit. Warum sind ihre Augen jetzt wieder normal blau? Und warum ist sie immer noch nicht komplett verwandelt worden? Kann man das jemand erklären? Weiß das jemand, warum das so ist? Was ist das? Weil sie jetzt einmal quasi getötet wurde. Wer weiß, dass wir richtig sind. Durch den Schuss? Ich
verstehst du? Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Das macht alles. Also selbst im Spiel selbst machen die Aktionen gar keinen Sinn, ne? Also auch die Story und so. Das ist. Ja. Oder ihr klärt mich auf, keine Ahnung, vielleicht, weiß nicht. Seitdem sie den Kopfschuss bekommen hat und es überlebt hat, sind die Augen ja, glaube ich, wieder normal, wa? Also als wenn der Schuss das irgendwie so herausgezögert hat, ihre Verwandlung. Ach, keine Ahnung. Ach, da ist ja jemand in der Mitte. Was war das? Ich denke. Alter, die Augen von ihr, die Augen von ihr! Habt ihr es gesehen? Oh shit, ey, das ist so schlecht programmiert, das ist unfassbar, was? Chris Hackett. So ein Arschloch. Ryan. Mann, ich wollte einen von den Menschen töten. Na endlich! Oh ja! Yeah! Boah, das ist gelohnt, Alter! Ja! Yeah! Oh, yeah! Geil, das wollen wir sehen, ey! Direkt ein Erfolg, so sieht's nämlich aus hier, weißt du. Das ist deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Ah, sie ist einfach die Hexe, war die so gehasst wird von der Familie oder was? Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Ach ja, gut, der alte Melonen-Zermatscher. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Alles hat Bedeutung. Jede Entscheidung vermag, die Balance gleich zu erschüttern. Lass dir Zeit.
denk, überlebe. Vielleicht. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Ja, Freunde, hier ist erstmal Schluss. Ja, endlich, Freunde, endlich sind einige draufgegangen. Ja, Ryan wurde einfach zermatscht, der Schädel. Travis wird der Kopf einfach weggeschlagen oder abgeschlagen vom Kopf. Vom Körper, besser gesagt. Und er hat währenddessen noch Laura abgestochen. Besser geht's nicht, Freunde. Besser geht's nicht. Dann miese, dreckige Technik, die uns ein paar lustige Bugs gegeben hat. Besser geht's da nicht. Wirklich, das war eine Top-Folge. Ich habe mich zwar zwischendurch zu viel aufgeregt, aber... Was, will man mir das verübeln? Will man mir das verübeln bei diesem Spiel? Will man mir das wirklich verübeln? Ich glaube nicht. So, wir hören uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und dann mit dem letzten Kapitel. Endlich! Geil! Haut rein.